ist gerade frisch hier eingeflattert. Was ganz Neues bei Pearl TV. Und Sie sehen es als Erste und haben auch noch die besten Chancen, hier diesen wunderschönen Fujitsu Livebook zu bestellen. Es ist wirklich ein Sahneschnittchen, ein Leckerbissen. Aber es handelt sich hierbei leider um einen geprüften Leasingrücklauf. Warum leider? Weil wir die nur ganz, ganz wenige Stückzahlen verfügbar haben. Deswegen, wenn Ihnen dieses schicke Kerlchen hier gefällt, sofort zugreifen. Und warum Sie den bestellen sollten, das verrät uns jetzt Ralf. Es ist also wirklich ein Rechner, der Spaß macht. Der kam heute bei uns auf dem Schreibtisch an, nagelneu. Und was hier richtig Spaß macht, ist natürlich das Preis-Leistungs-Gefüge. Es ist ein Fujitsu Livebook. Und Livebook, das ist die Serie, die eigentlich für die Industrie gefertigt ist. Also unglaubliche Langlebigkeit, unglaubliche Technik. Ja? Und hier haben wir einen Preisvorteil, der ist unglaublich. 1599 Euro, das ist die unverbindliche Preisempfehlung dieses Rechners. Zu Recht. Aber wir sind jetzt unter 500 Euro. Und der macht von vorne bis hinten Spaß. Reden wir aber erstmal über die Optik. Der sieht, also bei Fujitsu, das ist eigentlich obligatorisch in der Livebook-Serie, wir sehen dieses wunderschöne weiße, diese Tastatur. Jetzt fragen wir gleich mal bei der Optik, weil ihr Frauen da immer mehr Fachleute sind. Monika, wie gefällt der dir? Ich finde ihn super elegant, aber auch schlicht. Also gefällt mir auf jeden Fall. Aber das auch du mehr mit dem Laptop oder mit so einem stationären Rechner? Tatsächlich mit einem Laptop. Ist praktischer, ja, ne? Ja, viel praktischer. Da ist kann dieser ich immer genau mitnehmen. Richtig. Ich sage auch gleich warum, aber wir schauen uns erstmal die Rückseite nochmal an. Und zwar sehen wir hier obligatorisch für die Livebooks da oben diese rote Schleife, natürlich auch das Zeichen Fujitsu. Und da sehen wir diese Applikation. Das ist auf allen Livebooks, also auf allen Fujitsu Livebooks so. Und du darfst ihn jetzt mal einen Qualitätstest unterziehen. Ich gebe ihn dir einfach mal. Sehr gerne. Und innen möchte ich mal kurz erklären, wie denn dieses Preisgefüge möglich ist. Wir arbeiten hier natürlich nicht mit nagelneuen Rechnern, sondern mit sogenannten geprüften Leasingrückläufern. Das heißt, dieser Industrierechner wurde auch in der Industrie schon benutzt bei großen Firmen. Die leasen Rechner, weil ganz einfach, das ist günstiger, weil man eine Leasingrate monatlich absetzen kann. Also hoppla, aus steuerlichen Gründen. So, und nach der Leasingzeit geht dieser Rechner zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher, und wird dort komplett überprüft. Und das wird sehr, sehr gründlich gemacht. Genau, hier sehen wir das mal in sehr aufwendigen Schritten. Also nicht nur die Hardware, auch die Software wird überprüft. Und Sie sehen es auch, wenn da jetzt ein Buchstabe kaputt ist, wird nicht der Buchstabe ausgetauscht, sondern die komplette Tastatur. Und somit bekommen Sie einen Rechner, der fast wie neu ist. Einziger Unterschied liegt hier im Preis. Und deswegen möchte ich unseren Kollegen Ralf Janssen zitieren. Leasingrückläufe verkaufen ist cleveres Kaufen. Ja, wir haben ja beide so ein Leasingrückläufer. Ja, Moni richtig. Mittlerweile auch. Monika mittlerweile auch, stimmt, natürlich. Und das Wichtige ist, also von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden, die Handhabung ist wie bei einem Neugerät, nämlich 24 Monate Gewährleistung, nagelneues Betriebssystem, frisch lizenziert, Antivirensoftware, alles mit dabei, als wären Sie der Erste, der hier mit diesem Rechner arbeitet. Aber jetzt kommen wir natürlich auch auf die inneren Werte, warum ich vorhin gesagt habe, dass das der Richtige für Monika wäre. Er ist unglaublich schnell durch die neueste Prozessorentechnik. Ein i5-Prozessor der sechsten Generation. Arbeitsspeicher weit mehr als empfohlen. 8 GB Arbeitsspeicher haben wir hier, und zwar DDR4, also ebenfalls die neueste Generation. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Monika, ich weiß, du fotografierst viel. Da braucht man eine riesengroße Festplatte. Oh ja, die braucht man. Und hier haben wir 1 Terabyte, also 1000 GB Festplatte. Das ist ein Speichermedium, was man eigentlich, ja, so viel fotografieren kannst du gar nicht, bis die Festplatte voll wird. Ja, du hast Moni noch nicht. Okay, der DVD-Laufwerk, die richtige Größe, 14 Zoll, Full-HD-Display. Ja, es ist wirklich alles drin. Bluetooth-fähig ist er. Und der Preis ist einfach clever. 499,99 Euro. Und ich möchte noch mal an die unverbindliche Preisempfehlung erinnern. 1599 Euro. Und Sie hören, die Damen schwärmen schon. Ist natürlich wichtig. Ich meine, die Technik ist ganz, ganz wichtig. Aber das Design und die Optik muss auch stimmen. Und wir sehen es halt gleich von der Ferne. Es ist ein Markengerät. Wie wird man zur Marke? Indem man über Jahrzehnte beste qualitative Rechner abgibt, und das hat Fujitsu ohne Zweifels getan. Fujitsu Siemens hieß es früher übrigens, also eine deutsche Firma im Hintergrund. Er sieht toll aus und er hat alle technischen Optionen, die man sich hier natürlich wünscht. Jetzt einfach mal
nochmal als Geschenkidee. Viele Schüler brauchen jetzt einen Rechner. Das hat man einfach festgestellt. Wer weiß, vielleicht kommt wieder Homeschooling, dann sowieso. Und ich glaube, so über so einen Laptop unterm Weihnachtsbaum, da freut sich wirklich jeder, oder? Das auf jeden Fall, ja. Hast du denn schon alle Geschenke, Moni? Nein, noch nicht. Aber gibt es jemanden bei dir in der Familie, der sich vielleicht so einen Rechner wünscht? Auf jeden Fall, vielleicht? Ja. Ich könnte mir vorstellen, mein Bruder, der wäre da Feuer und Flamme mit. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 24. 24? Ja. Ah, jetzt sagte ich, du hättest noch einen jüngeren Bruder, der vielleicht noch in der Schule ist. Aber auch für Studenten ist das natürlich gut. Und jetzt hier stelle ich jetzt einfach mal eine These auf, weil ich das von meinem Rechner weiß. Das ist ein Markenprodukt. Langlebigkeit ist hier wirklich ganz, ganz sicher. Und 24 Monate Gewährleistung haben wir sowieso. Aber wenn jetzt ein Kind in die weiterführende Schule kommt, technisch und natürlich von der Langlebigkeit her, ist es gut möglich, dass dieser Rechner bis zum Abitur oder sogar weit darüber hinaus hält. Und mit einem Terabyte Festplatte, das muss ich jetzt noch mal erwähnen, kannst du auch wirklich den ganzen Lebenslauf speichern. Und selbst wenn du viel fotografierst, also ich behaupte jetzt mal, ein Terabyte bekommst du auch in den paar Jahren nicht voll, weil das so eine unglaubliche Speicherkapazität ist. Und ich möchte es noch mal wiederholen, auch wenn es Anne-Kathrin gerade gesagt hat, Leasingrückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Aber sie müssen schnell sein. Wir haben die immer nur in begrenztem Kontingent und wir hatten gerade vor kurzem ein Fujitsu Livebook, das war innerhalb von 14 Tagen komplett ausverkauft. Und hier haben wir noch einen Riesenvorteil im Vergleich zu, wenn man jetzt in ein Computerfachgeschäft geht, der ist sofort lieferbar. Viele haben jetzt gerade Lieferprobleme. Sie haben das vielleicht mitbekommen mit den Chips, also den Elektronikchips, mit der Lieferknappheit. Das geht von Kühlschränken los, natürlich bis zu den hochwertigen Markenrechnern, die man schwer bekommt und wenn, dann nur wirklich richtig überteuert. Hier haben Sie einen vernünftigen Preis. Sie haben einen mehr als vernünftigen Industrierechner mit allen Optionen, die man sich wünscht. Jetzt habe ich gerade vorhin gesehen, du hast so eine Kochseite oder Backseite aufgehabt. Backst du gerne? Oder ja, auf gerne? Jeden Fall. Kuchen auch? Kuchen auch. Hier die Linzer Torte, herrlich. Ich glaube, du magst am liebsten. Hast du schon mal Linzer Torte gebacken? Nein. Aber Schnitzel macht sie. Sehr, sehr gut, hat sie mir verraten. Schade, ich wollte Sie jetzt gerade überreden, mir eine Linzertorte zu backen. Ich suche immer Leute, die mir Linzertorten backen, weil ich kann nicht backen. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Ja, aber ich weiß, mit so Kochrezepten, die man im Internet eben findet, ist das eigentlich ein Kinderspiel. Man kann sich es auch anlernen. Jetzt sollten wir noch mal über den Preis reden, weil der ist eine Granate heute. Es ist ein Leasingrückläufer, wie wir gesagt haben. Heute nur jetzt hier und die nächsten zwei Stunden für 499,99 €. Das ist eine Granate, zumal Sie nicht nur einen Markengerät bekommen, was eigentlich einen Artikelzustand wie neu hat und vor allem neueste Technik, ne? i5-Prozessor, was wir hier gehört haben, sondern da ist ja noch mehr dazu. Ja, den hätte ich jetzt fast vergessen vor lauter Linzertorte. Hier ist eine Doggingstation, original von Fujitsu. Und so eine Doggingstation, ich erkläre Ihnen gleich den Sinn, die kostet allein 100 bis 150 Euro je nach Modell. Die ist einfach mit dabei. Das kommt so auf Ihren Schreibtisch. Und wenn Sie zu Hause sind, dann klicken Sie hier an dieser Kontaktstelle den Laptop einfach drauf. Und dann ist er automatisch verbunden mit allen Geräten, die Sie anschließen. Das können hier natürlich die Maus sein, das kann ein Drucker sein, über USB, der Stromanschluss ist dabei. Auch wenn Sie wollen, hier RJ45, also auch über LAN, natürlich ist er WLAN-fähig, aber über LAN hat man immer das stärkere Internet. Ja. Und das ist so praktisch, weil du kommst heim, Schreibtisch, stellst ihn drauf, er lädt sich sofort und alles funktioniert sofort, Drucker ist angeschlossen. Und dann klicke ich ihn nur raus, ohne dass ich irgendwie Kabel ziehen muss, weil ihr wisst auch, was passiert, wenn ich auf dem Schreibtisch ein Kabel ziehe. Das fällt immer hinter den Schreibtisch und ich darf dann wieder auf allen Vieren den rausholen. Also Doggingstation zu diesem fantastischen Rechner gleich noch mit dazu und das zu diesem Hammerpreis. Unsere TV-Neuheit, hier bitte schnell sein, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, schon allein wegen der Option, 1 Terabyte Festplatte wird er ganz schnell vergriffen sein. Ja, Sie sparen jetzt noch mal 50 Euro, wenn Sie jetzt anrufen und spätestens die nächsten 2 Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung. Und es lohnt sich, ja, weil wer jetzt schon mal in die Elektrofachgeschäfte geschaut hat, da gibt es kaum noch Rechner. Und wenn, dann sind das Rechner für 2.000-3.000 Euro, wo man sich denkt, ja, ist klar. Das ist eine coole Weihnachtsgeschenkidee, auch für Schüler, für Studenten oder für Sie selbst. Nur Sie müssen schnell sein. Wir hören gerade, die Nachfrage ist heute extrem groß. Mit der Dockingstation versandkostenfrei, das Beste vom Besten. Und übrigens auch selbstverständlich 24 Monate Gewährleistung. Also greifen Sie zu, sichern Sie sich dieses Highlight. Viel Spaß!